Die German Beach Tour machte zum zweiten Mal in Folge Halt in Bremen und gemeinsam mit der Allianz schauen wir auf die Top 10 vom vergangenen Wochenende. Starten rein mit dem zweiten Halbfinale auf der Damenseite, mit dabei Melly Gernert mit einem feinen Defense-Kontakt und dann Zuspielgöttin Anne Krohn. Mir macht das gar keine Hoffnung. Stark rangespielt. Highlights. Also Melly kniet den ein bisschen früh ab, die Annahme. Sieht ein bisschen seltsam aus. Immer 70% des Punkts an Anne Krohn für den Pass. Schau dir das an. Der steht perfekt. John. Das allererste Mal in Spontan History war für Max Joost und Louis Wüst an diesem Wochenende schon in der Quali Schluss, aber für einen Top-10-Clip hat es trotzdem gereicht. Klar, Pass. Und Louis da. Da war sogar Oscar einmal zwischen. Den hätte ich auch nicht. Hätte ich auch schon als DJ abmoderiert. Schau mal an. In der Zwischenzeit. Der Ball hier über außen. Und krass, einmal schön der Rückwärtslaser. Max. Auf der 8 wieder der Sprung rüber ins Damenteilnehmerfeld, wo da sein 1 gesetzte Duo einmal kurz die Muskeln spielen lässt. Svenja mit einer überragenden Sicherung, dann legt Sinja Tillmann mal wieder quer in der Luft und am Ende schmeißt Svenja den rüber zum 7-3. Und man hätte sich wahrscheinlich auch kein besseres Ende für dieses zweite Bremer Wochenende vorstellen können. Das Herrenfinale hat ja mal sowas von geliefert und mit dabei der wahrscheinlich wildeste Ballwechsel des Wochenendes. Interessant. Nils, der sich einmal wegduckt. Clemens, der dann mit Netzkante übernimmt. Was ist das für eine Rallye? Oh Gott, und jetzt leider schlechter Touch. Ist wieder da. Noch mal drunter. Wow, Clemens will nicht verlieren. Denkt sich, hey, was ist das denn? Und haut ihn jetzt immer noch nicht ein. Kontakt von Lukas Musste. Kappe ist natürlich schon lange weg. Richtiger Schrottpass. Was passiert hier? Was passiert hier? Am Ende ist es dann und Clemens ein richtig ist guter sauer. Abschluss von Lukas Fretschner. Und apropos Finalspiele, auch die Damen zündeten gerade im zweiten Satz dann nochmal ein absolutes Feuerwerk. Die Chance für den Satzball. Ja, lebt noch, da war ein Blocktouch dran, alles gut. Hätten sie eh challengen müssen, wir spielen weiter. Und Anne löst es auf. Was habt ihr noch? Der ist gefühlt schon dreimal tot. Geht in Ordnung. Wir werden es jetzt gleich sehen. Da ist Svenja irgendwie, ja, alles gut. Die Sicherung ist krass von Melly. Und Anne macht nochmal mit. Und auf der 5 holen wir den Galaktischen von Bremen das erste Mal in diese Top 10 rein, auch wenn es am Ende krachend in die Blockhände von Robin Sova geht. Das ist kein guter Kontakt von Robin. Ich nehme jetzt damit sich den ein und dann geht's rein. Klar. In die Blockhände. Muss erstmal den retten, moin. Das ist keine gute Lösung. Den schnapp ich mir auch mal, boing. Und dann ein bisschen Wind. Müller-Tillmann gegen Appelschmidt, da war doch schon mal was in dieser Top 10. Zweiter Clip für dieses Video aus diesem Spiel, weil Sinja Tillmann mal wieder kurz freidreht. Und Clip 3 aus diesem unfassbaren Finale mit einem unfassbaren Clemens Wickler und auf diesen Ballwechsel bezogen einem noch besseren Lukas Fretschner. Schön abgedrückt. Kurz Kappe weggejietet. Und Lukas macht einfach genau dasselbe auf der anderen Seite. Ja, und kratzt den dann ein Dixer. Auch schon wieder ein Kampf. Also ich glaube, es ging um den Pass tatsächlich. Und Nils sagt, der müsste besser gewesen sein. Ja, der war blitzsauber von Robin. Und natürlich sind Nils und Clemens auch auf der 2 wieder mit dabei, aber auch weil Goated Peter Wolf und sein Kumpane Georg einen richtig guten Tag erwischt haben. Starke Lesen von Georg. Geht weiter. Ach, Nils, nee, beeindruckend. Baggertennis eine Runde. Schlechter Kontakt von Peter. Boah, ist das ein krasser Ballwechsel. Wieder kurz, weiter geht's mit Baggertennis. Unbedingt auf 2. Oh, das guckt euch das an. Und der ist dicht. Geht immer noch weiter. Und Nils oben drüber mit einer Kuhle. Wow, Bremen. Richtig stark. Also da waren jetzt war viel Baggertennis dabei, aber auch richtig, richtig gute Abwehrkontakte wie der eben. Und auf der 1 das wohl galaktischste Druckduell, was ihr jemals sehen werdet. Clemens Wickler gegen Steven Van der Velde. Der Ohr.
Nein. Oh mein Gott! Das ist das heftigste Drückduell, was ich vielleicht je in meinem Leben gesehen habe. Nein! Nils Fettfinger komplett. Wie hoch ist Clemens Wick? So, das war's also mit Woche 2 aus Bremen. Doch nochmal eine heftige Steigerung im Vergleich zur ersten Woche. Und ich bin gespannt, was dann in 2 Wochen in Hamburg folgen wird. Bis dahin habt ihr allerdings noch ein bisschen Zeit, euch in der Endcard auszutoben und ein bisschen Liebe unter diesem Video dazulassen.